Vorbereitung Stage 2. Nur noch zu dritt unterwegs. Hier erst DNF. Und Lukas Herrmann, Schlüssel beim Bruch. Mr. Connor, ich muss mein Handy mal auslegen. Geht sie wieder? Ja, aber dauert übel lang. Ich begrüße Sie im normalen Leben. Ja, wir sind wieder am Kanal. Kanal Grande. Soeben. Nicht in Venedig, sondern. Die Verpflegungsbox geladen. Thomas. Thomas. Ich bin der Thomas. Ein reinrassischer Hesse. Hesse? Ja. Naja, gut. Die, reinrassig, ab wann ist man reinrassig? Ab der dritten Generation, oder? Ja, mindestens. Der Papa ist aus Hainau. Das liegt wo denn? Hainau, Schlesien. Ah, das ist ja, das ist, Flucht nach Altstädt. Altstädt. Also Flüchtling sozusagen, ein echter Flüchtling. Kurz vor Mauerbau. Also hat er auch prinzipiell Flüchtlingsbegrüßungsgeld bekommen? Ne, glaub, da gab's, doch, gab's, ja, ja, klar. Gab's logisch. Bestimmt, weil es, für mich gab's auch Begrüßungsgeld. Und, ja. 1956 schon Begrüßungsgeld. Danke für das Alter. Also 1956. Ja, bei euch schon. Mein Papa. Ja, da gab es schon holländische Gulden. Ach, holländische Gulden. Ja, ja. Oder ja, waren ja. Das Deutschmark? Ach, du meine Güte. Ist übrigens öffentlich. Das ist öffentlich? Ja, ja, ja. Es kann natürlich sein, dann. Wird das auch ausspioniert? Ja. Wenn ich jetzt dann ist das gefährlich. Dann kann es sein, dass du dran bist. Ach, ne? Deswegen hast du ja einen Helm auf. Ja, ja, klar. Falls jetzt was von oben runtergeschmissen wird. Ja, irgendwie. Oder also, da. Beenden wir den Schmarrn, machen wir Salom. 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 So, jetzt stehen wir hier in der heutigen Verpflegungszone. Das ist ein schwieriges Thema. Die kommen noch einmal vorbei, nach 40 Kilometer. Das wird heftig, weil der Weg dann ist noch weit. Die haben dann noch 100, insgesamt 120 heute. Es gefühlt noch mal wärmer. Wir haben natürlich Mittagszeit gegenüber gestern. Schwierig. Da drüben wird bewässert. Wunderbare Blumenwelt, wenn ich da mal hinschaue. Das ist hier traumhaft. Muss ich gleich mal hingehen. Ja, wunderbar. Ich bin nass. Ich freue mich. Das war's schon, Besenwagen. Und das Fahrerfeld war abgehängt und war zwischen den Autos rumgeturnt, aber nichts war da Schlimmes. Keiner eine Flasche bekommen, sieht nicht gut aus. Musst du 80 Kilometer jetzt noch ohne Flasche fahren. Wird lustig. Das Rennen läuft. Schauen wir mal, die haben jetzt gleich wieder eine Zieldurchfahrt. Jetzt wollte ich euch bloß mal zeigen, wie das normalerweise aussieht, wie man Junior-Teams entwickelt. Wo halt sozusagen Gelder vorhanden sind, um junge Sportler zu betreuen. Ja, das ist ein niederländisches Auto und da hinten strahlt euch ein Bentulit, ein Brite, an. Wenn man das nachliest, ein holländisches Nummernschild. Viele holländische Namen, da ein Schwede, da ein Brite, da ein Australier und da unten Betreuer. Ganz viele. Ja. Wir haben auch einen sehr netten Betreuer. Das ist der Thomas, genannt Burkhardt. Ich muss euch mitteilen, wir haben uns wunderbar satt gegessen vor zwei Tagen. Natürlich reicht das nicht fürs ganze Jahr, aber es bringt uns weiter. Mit Schweiz. Und hier werden grundsätzlich schon Klassenunterschiede gemacht. Und der Deutsche wundert sich, warum in unserem Land nichts mehr vorwärts geht. Obwohl wir reich sind, ein Industriestaat sind, aber keine Affinität zum Arbeiten haben. Zum Unterstützen von jungen Menschen, um Leistung hervorzurufen. Und daran werden wir scheitern. Wochenende.
Also Kurzaufnahme. Wir haben jetzt gerade mal noch zwei Runden Zeit und wie das halt so ist, ne? Speisen und Reisen. Sehr zum Wohle. Oskar fährt im Moment vorn. Alle anderen beiden sind dabei. Jetzt schauen wir mal, ob sie durchkommen, ankommen, wer ein Achtung verfolgt. Finalrunde. Oskar führt, fährt von weg. Zweit nochmal. Jetzt schauen wir uns zu, ob wir noch verpflegen können. Durchkommen werden sie nicht, sehe ich mal. Es sind nur, ich glaube, 30 Sekunden. Oskar nach vorne zu zweit, Henry in der dritten Gruppe richtig gut, aber Verfolgergruppe vom Oskar sehr stark, 10 Leute. Ob sie da durchkommen, sehe ich schwierig. Oskar, sein Partner, ist stark. Das Feld ist komplett zerlegt. Abgehängte Gruppen. Wenn Henry noch zur Spitze vorfährt, sieht das richtig gut aus. Ob die das wollen, weiß ich nicht. Seigelcross-Portal. Wir sehen hier ein völlig demontiertes Fahrerfeld. Unvorstellbar. Bei 120 km flachen Rennen. Der Wind war zwischendurch böig, dann war wenig Wind. Also nur Krüppchen. Das gibt es in Deutschland nicht, sowas. Und Oskar teuer verkauft. Leider eingeholt. Noch rausgeplatzt. Aber Henry hat sich jetzt im Sprint noch gut gehalten in der zweiten Gruppe. Wird, denke ich mal, Tages-12. Hervorragend. Oskar wird Tages-16. Mit einer grandiosen Leistung. Ich bin stolz auf beide. Passt, ich beende jetzt das Drama mit der Kamera oder laufe ich mit der Kamera in der Hand zurück? Wollt ihr was sagen? Seigelcross-Portal. Seigelcross-Portal? Ja, ich spreche in Deutsch. Ja, kannst du sagen Englisch, Holländisch? Ja, warum gesagt? Musst du sagen Krise, sag mal Krise. Krise. Sehr gut. Sag du mal Wochenende. Nein. Wochenende? Nein. Nein. Wochenende. Wochenende. Ja, hervorragend. Zeige Großportal, YouTube. You looking. Cost 2001. 3000. Subscribe to CAS2001. Was will denn der jetzt von mir? Wir sollen ihm abonnieren. Thank you, boys and guides. Boys and guides, oder? Okay. Ja? Totzins. Viel Spaß. Ja. Bist du feiner? Ja? Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Junge. Ein Boy. Ja, das ist ja, willst du immer schleckern? Jetzt schlecker der Fein. Letzter Tag ist angebrochen. Zwei Etappen noch. Wir sind schon grau. Wir waren am ersten Tag schon grau. Aber egal, es geht ab. So, morgen. Wir befinden uns heute bei der dritten Etappe. 8 van Bladel. Klappe nochmal. Ach, das ist doch. Mach du doch besser. Zugekünstelt. Weitermachen. Okay, das sind die drei Sportler, die noch im Rennen sind. Moin. Alle grau. Ja, so seht ihr auch aus. Was habt ihr euch für heute vorgenommen? Gar nichts. Nicht abgegangen werden. Ja, nicht abgegangen. Seltener Sieg. Hört sich gut an. Du lachst. Ich begrüße euch beim Seigelcross-Portal. Wir haben einen neuen Regisseur. Noch in Übung? Ja, er ist aber geht aufs Gymnasium. Hessen.
Man muss dazu sagen, hessisches Gymnasium. Jede Sportveranstaltung beginnt mit einem kräftigen Sport! Frei! Sport! Frei! Das hätte ein bisschen lebendiger sein können. Ja, das kommen wir. Ja? Ihr wollt doch Reichweite, Jungs. Jetzt. Es ist doch. Was machen wir denn hier? Ja. Machen wir das zum Spaß oder was? Das ist alles scheiße. Jetzt, wo ich hier der Regisseur bin, machen wir das mal richtig, ne? Auf! 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 Ein kleines Feld hier. Auf, Luis! Komm! Ich hab mir schon gedacht, wer ist denn da jetzt vorne noch? Zyklokross! Auf, Oskar! Natürlich, wenn es auch einen hinlegt, sehen wir es natürlich auch. Da sind wir mittendrin. Das wäre geil. So einen. Also wir wünschen niemandem was Böses, ja, aber. Ich spür es für die Kamera. Hinlegt. Ende. Okay, Success. Ciao. Okay. Auf geht's, Lennart! Komm! Das ist der Weltmeister. Ja, das ist der Großweltmeister. Ja. Jetzt pass auf. Yo! Hi! Britannia. Veel succes, 142. Henrik, Uli. Nee, aber ich nehme es trotzdem auf. Ah, das ist der da. Ja, ich habe auf jeden Fall Laktat, Leute. Das war unsere kleine Reise nach Holland. Es war ein Kuss für dich, Freddy. Das war's vom Video. Da abonnieren, da liken. Bladel, das ist Zeit, mal das zu Ende gegangen. Henry ist Vierter geworden. Hat ihn aber in der Cuisine nicht weitergebracht. Aber für ja, das vielleicht ein Platz oder? Ach nee, gar nicht. Auch gut. Oskar, der zweite YouTuber, ist das ja, Zeit von seinem Abgang. Lebens gefahren, war sehr gut. Wir hoffen, dass er noch in den Top 20 ist. Das wäre ein hervorragendes Ergebnis. Und wenn euch das gefallen hat, dieses Video mit den Wackelbildern und dem blöden Ton, dann gebt ein Like und schaut euch das nächste Video an. Ja, doch.